Der MuseTalk Messereport 2015 wird präsentiert von iConnectivity. Das iConnect Audio 4 Plus ist das erste Audio-Interface, an das man wirklich alles anschließen kann. Es läuft an Mac, PC, iPad oder iPhone und das sogar gleichzeitig. Und mit der patentierten Audio-Pass-Through-Technologie könnt ihr iPad-Apps wie Plugins in eurer DAW einsetzen. Weitere Informationen auf www.iConnectivity.com. Herzlich willkommen zum MuseTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum MuseTalk Messecast von der Frankfurter Musikmesse im Jahr 2015. Jetzt bin ich nochmal beim Dankmar, denn wir müssen auch noch die neuen Interfaces von Focusrite vorstellen, oder? Genau, das machen wir und das wuppen wir jetzt eben mal. Und zwar Claret-Serie. Über Scarlett, Sapphire verlieren wir nicht lange Worte. Die werden den meisten Leuten bekannt sein. USB, Firewire-Interfaces. Was wir hier sehen, ist das Claret 8 Pre. Das zweitgrößte aus unserer neuen Thunderbolt-Serie. Aber vielleicht von vorne anfangen. Was ihr hier seht, wir haben Interfaces, wo wir, was die Wandler angeht, aber vor allen Dingen die Mic-Preamps, Sachen komplett neu gemacht haben. Wir haben ESA-Models uns monatelang damit beschäftigt, von diesen klassischen Analog-Preamps, die wir haben, die so zu modeln, dass wir die in dieses Audio-Interface reinbringen konnten. Und das ist meines Erachtens auch ganz gut gelungen. Das ist das eine, also ESA-Modeled-Preamps. Hohe Dynamic-Range, die Dinger haben wirklich 118, 119 dB Dynamic-Range ADDA. Auch sehr, kann sehr... Kann man dann richtig schön niedrig pegeln. Na, das kann, ist trotzdem geil. Also ist wirklich vom Range sehr, sehr gut. Man sieht hier, wir kommen gleich nochmal dazu, es ist eine Range, die von bis geht. Aber man sieht hier schon der Aufbau. Man hat ein Display, wo ich genau sehen kann, meine Inputs und nochmal meine Master-Outs, die hier entsprechend displayed werden. Es ist ein Thunderbolt-Interface. Weshalb Thunderbolt? Ganz einfach, weil wir was haben wollten, was sehr, sehr geringe Latenzen hat. Wir liegen hier mit einem aktuellen Rechner momentan unter 2 Millisekunden Analog-Round, was, denke ich, was ganz gut ist eigentlich. Schauen wir uns einfach nochmal die anderen Modelle an, welche Range es da gibt. Gehen wir mal zur Vitrine hier drüben. Dann hat man das ein bisschen anschaulicher. Und zwar geht diese ganze Serie los mit Claret 2 Pre hier. Wie das schon sagt, 2 Preamp von dieser ESA Model Preamps, 10 in, 4 out. Die haben SP-Div, haben MIDI, haben ADAT. ADAT in, ADAT out. Habt ihr denn auch was, was man an den ADAT anschließen kann? Ja, das, weil das ist ja, ich meine, immer schön, wenn da steht 18 in und dann gucke ich hinten aufs Gerät und stelle fest, oh, wo sind denn die Löcher? Da sind gar keine, genau. Denn das läuft über das digitale ADAT-Protokoll. Genau, es läuft über das ADAT-Protokoll, hat einen ganz einfachen Grund. Im Grunde genommen, du kannst über ADAT problemlos 8 Kanäle rein- oder rausschießen. Das kann man in unserem Fall mit unseren Octopre machen, entweder mit Octopre. Das ist ein 8-fach Mic-Preamp, der nur Inputs liefert. Oder Octopre Dynamic, der liefert Inputs und Outputs. Damit kann, also ich kann innerhalb der Range upgraden. Wenn, genau, ich jetzt sage, ich kaufe mir erstmal das Ding, bin ich aber offen, wenn ich mehr Mikrofoneingänge, genau, brauche. Ich sag mal, wer zum Beispiel nicht weiß, dass er irgendwann Band-Recording, Drum-Recording machen wird, der zahlt nicht sofort viel mehr. Irgendwie, der nimmt einfach das erstmal, was er braucht. Und wenn er dann sieht, es reicht nicht, dann ergänze ich. Dafür finde ich es persönlich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Wir haben SP-Div MIDI-IO auch, für viele Leute auch immer noch wichtig. Meines Erachtens auch wichtig, noch 5-Pin-MIDI drin zu haben. Claret 4 Pre, sieht man, der hat 4 von diesen ESA-Model Preamps. 18 Eingänge, 8 Ausgänge. Wir gucken uns gleich vielleicht nochmal kurz von hinten an. Das 8 Pre haben wir vorne gesehen. Der hat 8 Mikrofonvorverstärker und hat entsprechend 18 Input, 20 Output. Und das Flaggschiff, da sieht man bei den beiden unteren, die haben auch dann die Anschlüsse hinten. Die sind eher für Studio-Festinstallationen gedacht. Klar, weil sonst will man ja nicht immer dahinter fummeln, entsprechend wieder. Das hat 26 In- und 28 Outs. Das heißt, in dem Fall, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, ADAT-mäßig, der hat wirklich 16 ADAT-Kanäle rein, 16 ADAT-Kanäle raus. Okay, komm, jetzt gehen wir nach hinten. Das ist analog. Schauen wir, ich will jetzt mal den, ja, genau. Ist auch immer viel spannender, die Rückseite, ja, von so einem Interface. Hinter die Kulissen hier, das sieht man bei dem Kleinen. Hurra mit MIDI! Ja, hurra mit MIDI. Und das ist bei allen hier. Der Kleine hat halt, klar, MIDI in Out, wie alle, aber ein ADAT-Input. Bei dem Nächsten, den wir hier sehen, da sehen wir, der hat dann schon
mehr Line-In, Line-Outputs entsprechend, auch nur ein Adat-Input, also 8 mehr. Hier unten, der hat dann der nächste, der 8 Pre, hat dann ein In und ein Out, hat allerdings auch schon 8 Ausgänge, 10 Ausgänge und 8 Eingänge. Und hier das Flaggschiff, der Pre-X, der verfügt dann über 2 Adat-Eingänge, 2 Adat-Ausgänge, neben den 8 Rein und 10 Out. Also da ist man schon ganz gut bestückt, das sieht man auch. Der hat BNC WordClock rein, BNC WordClock raus, neben MIDI und SPDIF nochmal. Also das ist schon eine ziemlich fette Kiste. Cool. Jo. Was kostet das Zeug? Nur roundabout. Also im Moment deswegen Währung, diesem ganzen Kram. Ich sag mal, das wird circa 200, das 2, nee, da legen wir schon ein bisschen drüber. Circa 500, circa 600, das Vierer. Das wird ca. 1000 kosten und das ca. 1300. Nagel mich nicht fest, roundabout ca. Erhältlich jetzt schon? Nein, early summer, wie der Engländer sagt. Also ich denke mal in den nächsten Monaten im Sommerverlauf auf jeden Fall noch. Genaues Lieferdate kann ich noch nicht nennen. Super, vielen Dank. Ja, gerne.